Hallo, ich bin der Marcel, Trainer bei Swisscom Academy. Und ich habe vollen Empfang. Ein gutes Gefühl, oder? Ich zeige euch die 5 Schritte zum besten Netz der Schweiz. Dafür gehen wir ein paar Jahre in die Vergangenheit. Ja, wir legen Wert auf euren Impuls. Wir starten mit Schritt 1, der Analyse. Das ist der Bruno. Er schaut, wo so Mobilfunkkapazität fehlt und welche Antennen das Problem lösen können. Also hier könnte man mit dem Antennentyp 742, 234 den Empfang klar verbessern. Das ist logisch. Sobald das klar ist, muss ein konkreter Standort gefunden werden. Damit sind wir bei Schritt 2, der Standortsuche. Der Reto ist einer von vielen Sidehunter. Er schaut, dass die Antenne Standorte bekommt. Er klärt mit den Eigentümern, ob sie bereit sind, ihren Standort zur Verfügung zu stellen. Sein Ziel, ein Mietvertrag. Ah, das sieht gut aus. Er hat eine heisse Spur. Perfekt. Jetzt muss nur noch der Eigentümer einwilligen. Es hat geklappt. So, jetzt zu Schritt 3 auf dem Weg zum besten Netz der Schweiz. Das Baugesuch. Jetzt geht es im Moment, bis entschieden wird, ob der Bau von Antennen genehmigt wird oder nicht. Das Baugesuch wird angeschaut und eine anfällige Einsprache. Wir von Swisscom sind da und beantworten alle Fragen. Und drücken natürlich die Daumen. Endlich, wir heissen. Baubewilligung. Jetzt ist Zeit für Schritt 4 im Netzausbau. Der Bau. Jungs? Let's go. Okay. Hey Jungs! Wie ist die Aussicht da oben? Nice! Wow! Das ist krass, was es aus der Antenne zu bauen. Jetzt kommt der letzte Schritt. Schritt Betrieb da. Wir schalten die Antenne ein. Sorry Marcel, sind wir fertig? Ja, wir sind fertig. Da braucht es wirklich eine bessere Abdeckung. Hey, lass mal, nach all dieser Zeit ist es endlich so weit. Du kannst einschalten. Ja, schalte ein. Ist eingeschaltet. Ist besser? Viel besser. Das beste Netz der Schweiz. Schnell, stabil und sicher. Ein riesen Bütz, aber das ist es uns wert. Für euch.